Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir sind wieder zurück in München. Es ist der erste Tag nach der Reise und es ist immer viel zu erledigen. Ich bin auch ziemlich müde, also es ist schon Ende des Tages. Ich habe eine Menge erledigt. Die Krankenkasse, meine alte von 2019, die wollte irgendwelche Belege, Bescheinigungen, gewisse Sachen. Und ich habe nachgeschaut im Internet, die man als Selbstständiger nicht verpflichtet ist zu führen. Die wollten, ich weiß den Begriff gerade nicht mehr. Ich habe es auf Instagram ein paar Mal genannt und die wollten das. Da habe ich das gegoogelt. Was ist das überhaupt? Dann steht da, ein Business ist nicht verpflichtend, das zu führen oder das überhaupt zu haben. Also du musst, wie, ist nicht wie eine Steuererklärung oder so. Die musst du natürlich abgeben. Aber das, was die wollten, das musst du nicht abgeben. Das musst du nicht mal führen. Und ich habe denen so geschrieben. Das war noch vor Dubai, Abu Dhabi. Ja, hey. Ihr wollt etwas, was ich gar nicht habe, weil das ist nicht verpflichtend zu führen und so. Und 2000, ich kann mich gar nicht mehr an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, wie, wann, wo ich was gearbeitet habe. Und dann wollten die irgendwelche Sachen. Richtig leidend. Vor allem 2019, ich kann nicht mal banktechnisch Kontoauszüge so weit zurück scrollen. Es geht nur bis maximal 2020. Aber ich rufe jetzt da morgen mal an. Ansonsten bin ich ja jetzt erstmal 3 Wochen hier in München. Dann geht's nach Vietnam mit Lukas. Und ja, in der Zeit will ich eine Menge Leute treffen noch. Nochmal mit allen sich treffen, chillen und so. Und da habe ich auch nach Ewigkeit mal wieder TBT angefragt. Und das ist wieder mal so enttäuschend. Es kommt einfach keine Antwort. Nico hat geantwortet, Kuss geht raus, der ist korrekt. Und war ich auch. Der Rest ist ja wie immer tot, deswegen echt. Das nimmt einen sofort die Lust überhaupt, Mann. Dubai, Abu Dhabi, Feedback. Erstmal Abu Dhabi an sich. Also der Kollege Omar hat mir erzählt, früher war es sogar noch schlimmer bezüglich Security. Da konntest du bis an die Grenze, Stadtgrenze fahren mit dem Dubai-Taxi. Da musstest du Taxi wechseln und so und die waren richtig streng. Ich habe euch ja erzählt, die wollten für alles PCR-Tests haben. Ich hatte zum Glück einen wegen der Arena. Wenn du in ein Restaurant gehen willst, wenn du in das Museum gehen wolltest, musstest du PCR-Tests haben, was schon krass ist. Und ja, so an sich, jede Stadt finde ich an sich schön. Hat natürlich auch ein paar Sightseeing-Spots. Hätte natürlich auch noch ein paar mehr machen können, aber war jetzt zeitlich begrenzt. Auch teuer, zumindest da, wo ich gegessen habe, gibt es wahrscheinlich auch billigere Orte. Ich war bei diesem Tower, wo Fast and Furious gedreht wurde, wo die mit dem Auto von einem Turm zum anderen gefahren sind. Der eine Film mit Ronda Rousey, ja. Die Moschee ist geil und dieser Palast war auch geil. Sightseeing-technisch und der Louvre ist eigentlich okay. Wenn man in Dubai ist, ein paar Tage ab nach Abu Dhabi. Aber dann auf jeden Fall in Abu Dhabi übernachten. Das würde ich auch das nächste Mal anders machen, weil UFC ist nicht das letzte Mal in Abu Dhabi. Die sind relativ oft sogar dort, wenn da wieder ein klasse Kampf ist. Und das Geld, das Budget stimmt dann, also im nächsten Bullmarkt. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allem gleich neben der Arena ist ein Hilton-Hotel. Einfach dort und ja, die Fahrt an sich ist schon teuer und ein bisschen unnötig. Also wenn du jetzt einmal das machst, einen Tag, hin und zurück, okay, kann man sich noch leisten. Aber jetzt habe ich das 3 Tage gemacht. Das war nicht ideal. Auf jeden Fall kann ich das so nicht empfehlen. Dubai an sich habe ich diesmal nicht so gefühlt. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, damit ihr versteht, warum mir. Ich bin ein Mensch. Warte, ich setze euch mal auf, weil mein Arm wird langsam müde. Es gibt sowas Gefühl, Feeling, dieses richtige Gefühl des. Das ist mir sehr wichtig. Ich würde es nicht unbedingt Schicksal nennen, aber jetzt ein aktueller Vergleich jetzt, okay? Oder Beispiel. Da muss man UFC ein bisschen kennen und verstehen, aber ich versuche es so zu erklären, dass jeder es eigentlich verstehen sollte. Ein krasser Kämpfer, sein Name ist Khabib Nurmagomedov. 29-0, ist retired, hat den Titel, er war Champion, hat den Titel nicht verloren, sondern abgegeben. Weil sein Vater und Coach gestorben ist und er wollte nicht ohne ihn in seiner Ecke kämpfen. Er hatte seinen letzten Kampf in Abu Dhabi, Yas Island Etihad Arena. Danach ist ein anderer Champion geworden, Charles Oliveira, überkrass. Und jetzt haben Charles Oliveira gegen Islam Makhachev gekämpft. Zwei richtig, richtig starke, klasse Kämpfer. Und Islam ist Kollege, Trainingspartner und der Nachfolger sozusagen von Khabib, okay? Und wie symbolisch
richtig geil ist es, dass Islam das Erbe von seinem Kollegen, von seinem Mentor, Trainingspartner Khabib in derselben Stadt, in derselben Arena, am selben Ort wieder aufnimmt, wo er halt sozusagen den Titel abgegeben hat. Und genau da an demselben Ort hebt er den Titel wieder auf und führt sein Erbe fort. Das fühle ich, das ist halt anders krass. Deswegen zum Beispiel auch jetzt der erste Akt, den wir hatten, war ja Dubai 1 im März. Und damit hat alles angefangen. Damit hat meine Reisefreudigkeit und mein Spaß und mein Verlangen, dass ich Bock habe, raus in die große, weite Welt zu gehen, hat damit angefangen. Weil der Arc so krass war. Stell dir vor, der war richtig scheiße gewesen. Dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Aber der war, ich sag es immer, gesegnet. Alles hat gepasst. Als wäre es ein Zeichen, von wem auch immer, je nachdem, wie gläubig man ist oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, ein Zeichen Gottes, aber es war ein Zeichen, von wem auch immer. Hey Hong, ich gebe dir den besten Arc deines Lebens. Alles läuft 100% geschmeidig. Und das ist der Start für die ganzen Arcs. Damit soll deine Geiselfreudigkeit aktiviert werden. Wirklich alles. Ihr wisst ja, letzter Abend, Abschiedsgeschenk. Ein Abschiedsgeschenk von oben, MM Crypto. Ich habe Lukas, zweimal haben wir uns gefunden ohne Kommunikation, weil wir hatten kein Internet. Und jetzt habt ihr ja miterlebt, 90% der Fahrten gab es irgendwelche kleinen Probleme. Es hat angefangen, dass die Kollegin Maria nicht mitkommen konnte. Ich war bei dem Tower in Abu Dhabi, die geben mir einfach meine Bestellung nicht. Wirklich so Kleinigkeiten, die sich halt nicht richtig angefühlt haben. Weil ich diesen Trip eigentlich nicht hätte machen sollen, weil in dieser Marktlage das halt unnötig war. Keine gute Entscheidung. Überteuert ist alles. Darauf gehe ich gleich noch ein. Und der Trip, der Arc war sehr egoistisch von mir, weil UFC halt so krass ist und ein Lebenstraum und ich verfolgte schon sehr lange vor dem Hype, vor Conor McGregor, vor Khabib, vor Ronda Rousey. Alter, als ich angefangen habe, das zu schauen, hat Dana White in einem Interview noch gesagt, Frauen werden niemals in der UFC kämpfen. Legendär. Das war echt krass. Und dann kam Ronda Rousey und hat alles geändert. Und ja, der Trip war egoistisch und stand nicht unter guten Sternen. Deswegen habe ich das alles nicht ganz so gefühlt. Ist deswegen auch der schwächste Arc. Heißt aber nicht natürlich, dass alles scheiße war und ich keinen Spaß hatte. Das UFC war anders krass. Der, manchmal mache ich die Augen zu und ich spüre immer noch diese Energie von der Arena, Mann. Das war so krass, werde ich niemals vergessen. Und auch die Jungs, Kuss geht raus. Omar, Dominik, Supernovas. Wir werden noch viel in der Zukunft reißen. Boah, im Bullenmarkt wie alle. Puh. Wie gesagt, Dubai an sich habe ich diesmal nicht so gefühlt wie beim ersten Mal, nicht so euphorisch. Geldtechnisch, budgettechnisch, aber das hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Also ich habe immer noch gegönnt, war alles noch im Rahmen. Ich hatte ein gewisses Budget, ist ein bisschen überschritten worden, kann ich es auch so sagen, aber jetzt nichts, was mich finanziell ruiniert, also alles noch im grünen Bereich. Shisha zum Beispiel, ich kann mich an März gar nicht erinnern, aber ich fand die Shishen ziemlich schlecht. Die waren gut im Sinne von sehr smooth beim Ziehen, null gekratzt, egal wie oft Kohle und wie lange die schon war. Und ja, sehr angenehm zu rauchen, aber der Rauch war so schwach, hat mich gar nicht befriedigt. Ich fand die ziemlich schwach eigentlich, ziemlich schlecht. Und dann auch noch für den Preis. Also ich muss echt sagen, ich zahle ja gerne für gute Qualität. Zum Beispiel Steffen Hensler, 100 € Sushi. Und die Qualität ist halt echt krass, wo ich sage, hey, das lohnt sich, oder? Der Kollege, der hat erzählt, dass dieser 91 € teuerste Döner der Welt in der Schweiz es sich für ihn gelohnt hat. Deswegen, ich habe kein Problem damit, gute, hohe Preise zu zahlen, wenn es wirklich schmeckt, wenn es sich wirklich lohnt. Aber da muss ich sagen, ich habe so viel gezahlt für Sachen, wo ich mir gedacht habe, es lohnt sich nicht. Qualität, foodtechnisch, Geschmack nicht auf dem Level für den Preis. Es war echt alles extrem teuer. Das Einzige, was mir da geschmeckt hat, wirklich, was ich gegessen habe und mir wirklich geschmeckt hat, wo ich gesagt habe, boah, geil, waren die Meatballs in diesem Truff, dieser
gehypte Laden, wo alle hingehen, den ich aber überteuert und schlecht fand. Also keiner dieser Läden, wo ich dieses Mal war, würde ich nochmal hingehen. Klar, ihr sagt jetzt, das sind auch die klassen Hype-Läden mit der klassen Aussicht. Ja, klar, verstehe ich. Aber auch die ganz normalen Läden, so in der Mall und so, schon überteuert. Ich habe jetzt nochmal geschaut, diese eine Ausstellung, diese Digital Art Ding in der Dubai Mall. Ja, das Ticket hat 42 Euro gekostet. Lohnt sich nicht, Mann. Das ist 15 Euro wert. Das ist echt ein paar Sachen, wo ich sage, hey, nee, Mann. Muss nicht sein für den Preis. Also, diesmal habe ich es echt so nicht gefühlt. Also, die klassen Sachen, Burj Khalifa, The Frame. VIP-Access, letztes Mal habe ich auch erzählt immer, ich zahle gerne VIP-Access, weil das lohnt sich. Aber diesmal hat sich das in meinen Augen echt nicht gelohnt. Und das ist auch nicht, weil es mir jetzt finanziell schlechter geht. Es hat sich einfach echt nicht gelohnt. Das hat mich so am meisten gestört dieses Mal. Ich wollte noch hinzufügen, ja, also das erste Mal habe ich natürlich die Überklassen. Oder wir, die Überklassensachen besucht und dieses Mal halt die halt übrig geblieben sind. Also die zweite war so mit Tier 2 Sightseeing-Spots und die haben sich meiner Meinung nach in dem Fall nicht gelohnt. Auch so das Sky Observatory. Also wenn du Burj Khalifa gehst, musst du da nicht hingehen, weil das ist niedriger. Klar, du hattest da nochmal diesen Glasswalk, aber den hat es auch bei The Frame und Frame ist schon geil. Und die Rutsche war auch mega enttäuschend. Also, da war halt auch nicht mehr so viel Spielraum. Klar, es gab auch noch viele Sachen, die ich nicht dieses Mal nicht abchecken konnte, weil eben die schlechten Sterne und dadurch dann, nee, ich meine, die waren einfach so nicht da. Das Riesenrad oder Museum of the Future immer noch nicht. Das heißt, da gehen wir irgendwann sicher nochmal hin, weil das soll echt krass sein. Oder Global Village, darauf hatte ich auch mega Bock. Das ist so ein Ort, da war Lukas auch. Da gibt es halt, wie der Name schon sagt, global, also eigentlich die ganze Welt auch. Und die haben so kleine Stände, Bereiche, wo dann zum Beispiel Indien, Frankreich, Italien und so ist, sogar mit Mini-Eiffelturm und sowas. Das wäre echt geil gewesen. Aber diese Sachen, die ich dieses Mal abgecheckt habe, waren eher, naja. Und dann, wenn du noch den Preis mit berücksichtigst, dann auf jeden Fall nicht lohnenswert. Die kann man sich auf jeden Fall sparen. Taxi hat auch gut reingehauen, vor allem weil diesmal war ich alleine. Letztes Mal waren wir meistens immer zu zweit oder zu dritt. Und dann hat man sich mal abgewechselt oder mal geteilt. Und diesmal muss ich sagen, Taxi hat echt ordentlich reingehauen. Klar, Preise sind seitdem auch ein bisschen gestiegen. Aber wirklich, im Großen und Ganzen viele Sachen, wo ich mir dachte, hey, lohnt sich nicht. Und wirklich nicht, weil es mir jetzt finanziell schlechter geht. Letztes Mal musste ich ja gar nicht auf den Preis achten. Aber letztes Mal war ich auch bereit dafür zu zahlen, weil wo ich gegessen habe, war geil. Wo ich Shisha geraucht habe, war geil. Die Sachen, die ich abgecheckt habe, war geil. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich mache jetzt nicht zweimal diesen Zoom-Out-Trick. Zum Beispiel Wagyu. Überall stand, ja, Wagyu Beef, Wagyu Beef, Wagyu Beef. Digga, das hat genauso geschmeckt wie Shake Shack Burger, der Wagyu Beef Burger. Und irgendwie das Fünffache gekostet. Das hat mich auch so gestört, weil ich weiß, wie Wagyu schmeckt. Klar, es gibt auch unterschiedliche Stufen von Wagyu. A1, A5, A4 und so. Vielleicht war es das schlechteste Wagyu, das gerade noch so als Wagyu zählt, aber Digga, nein. Hat sich einfach nicht gelohnt, obwohl es Wagyu ist. Wagyu lohnt sich eigentlich immer, weil du schmeckst, boah, Digga, das Wagyu rein, das schmilzt im Mund und du denkst dir, oh mein Gott, ey. Wo? Das war da nicht der Fall. Man hat irgendwie alles durch. Also klar, man könnte noch was. Wie gesagt, ein paar Sachen sind noch auf meiner Liste. Skydive kann man noch machen, Zipline, immer noch ein paar geile Sachen. Heißluftballonfahrt mit Sonnenaufgang. Da gab es aber auch, das gab es beim ersten Mal nicht, für alle, die das interessiert. Dieses Mal, du kannst ja immer auswählen, welcher Geschmack, plus welche Shisha. Und je nachdem, manche sind natürlich nur zur Optik, dass sie halt geil aussehen, aber es gibt auch schon ein paar verschiedene Formen und Qualitätsunterschiede gibt es auf jeden Fall. Aber diesmal gab's auch, konntest du auch auswählen zwischen zum Beispiel German Shisha, Arabic Shisha, Russian Shisha, Turkish Shisha zum Beispiel. Und ich glaube, German Shisha hätte dann diesen dicken Dampf gebracht. Genau, ansonsten natürlich trotzdem eine coole Zeit gehabt, immer gute Kollegen getroffen, die wir nicht zum letzten Mal sehen. Und ja,
Höhen und Tiefen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr mich fühlt, ob ihr versteht, was ich meine mit dem, dass etwas geschmeidig läuft, gesegnet ist und etwas halt irgendwie nicht unter den richtigen Sternen gerade ist. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man sagt ja, wenn man eh mit einem negativen Mindset reingeht, dann wird es eh schlecht. Also wenn man vornherein in den Trip reingeht, wo man sich denkt, boah, der Trip wird schlecht, dann wird er sehr wahrscheinlich auch schlecht. Aber das war ja in dem Fall bei mir nicht so, sondern das waren ja Sachen, die hatte ich nicht unter meiner Kontrolle. Also egal wie negativ ich denke, das hat ja gar nichts damit zu tun, wie der Taxifahrer fährt oder dass ich meine Bestellung nicht reinbekomme oder dass irgendwie Sachen zweimal abgebucht werden. Deswegen, das sind so Sachen, so Zeichen, wenn du verstehst. Naja, das war's auf jeden Fall von mir und dem Abu Dhabi Arc. Kuss geht raus an UFC 280 und Kuss geht raus an euch, dass ihr die Videos immer noch schaut. Immer like, subscribe, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi und Crypto Cashflow generieren, serious business und ciao.